und herzlich willkommen zu unserem nächsten Rezensionsvideo. Mein Name ist Dennis Matthias und heute habe ich dir Warhammer Champions mitgebracht. Ein Trading Card Game, welches auf dem berühmten Tabletop-Spiel Warhammer Age of Sigmar von Games Workshop basiert. Jetzt haben wir ja einige Trading Card Games auf dem Markt. Ist die Frage, braucht der Markt noch ein weiteres Trading Card Game? Hat dieses seine Daseinsberechtigung? Schauen wir uns das doch einmal an. Bei Warhammer Champions hat man die Wahl zwischen vier Fraktionen, die da sind. Ordnung, Tod, Chaos und Zerstörung, was im Prinzip Orks sind. Wir haben jetzt ein Spiel aufgebaut, Ordnung gegen Tod. Wir haben auch die Champions bereits zusammengestellt. Bei der Spielvorbereitung wählt man sich vier Champions aus, die einen Gesamtwert von 20 Punkten haben. Bei den Karten sieht man hier anhand dieses grünen Werts, wie teuer dieser Champion ist, wenn ich ihn in mein Deck mitnehmen möchte. Und dieser rote Wert modifiziert meine persönliche Anfangslebenspunkte. Man hat am Anfang 30 Lebenspunkte. Durch die Kombination der Champions wird die anfängliche Anzahl an Lebenspunkten modifiziert. So kommt es, dass unser Gegenspieler nun mit 32 Lebenspunkten startet und wir nur mit 27, da wir uns im Prinzip auf Magier spezialisiert haben. Diese vier Champions liegen jetzt hier auf dem Schlachtfeld und können hier ihre Aktionskarten ausspielen in Form von Einheiten, Aktionskarten, Zaubern. Hier unten liegen die Segnungen. Diese Segnungen werden freigespielt, wenn ein Champion seine Quest geschafft hat. Die Quest, das sind hier diese vier Felder in den Ecken der Champion-Karte. Wie genau das funktioniert, erkläre ich gleich. In seiner Runde hat ein Spieler zwei Aktionen zur Verfügung. Mit diesen zwei Aktionen kann er entweder A, eine Karte ausspielen, B, eine heroische Fähigkeit eines Helden ausspielen. Dafür gibt man eine Aktion aus, um diese Fähigkeit zu nutzen. Oder aber er passt. Für jedes Passen, was ich spiele, ziehe ich am Ende meiner Runde eine Karte nach. So komme ich an neue Handkarten. Gehen wir jetzt also davon aus, wir würden jetzt hier mit unserem Zauberer, es gibt zwei verschiedene Champion-Arten, Zauberer und Krieger, das sieht man auch anhand dieses farbigen Randes. Die blauen sind die Zauberer, die roten sind die Krieger und es gibt auch noch Zauberer-Krieger, die können beides. Nur Zauberer dürfen Zauber spielen, nur Krieger dürfen Einheiten spielen, ein Zauberer-Krieger kann beides. Gehen wir davon aus, wir würden jetzt hier mit unserem Aspect of the Sea den Comet Strike spielen. So sehen wir sofort hier oben in der Ecke diese Fähigkeit ausgelöst. Die Fähigkeit heißt, dass wir Schaden machen in der Höhe der Zahl, die hier oben steht. Derzeit sind es X, das heißt, wir machen jetzt noch keinen Schaden. Zu Beginn jeder Runde wird diese Karte um 90 Grad gedreht. Das heißt, erst in drei weiteren Runden werden 6 Schaden zugefügt. Das heißt, wenn ich diese Karte hier ausspiele, weiß der Gegenspieler bereits, es wird ihn ein harter Schlag treffen und er hat die Möglichkeit, entsprechend noch darauf zu reagieren. Zusätzlich sagt diese Karte, dass alle Einheiten zerstört werden, die sich gegenüber dieses Champions befinden und zwei Felder daneben. Schauen wir uns das Ganze noch einmal an. Wir haben die Karte hier in dieses Feld gespielt. Diese beiden Aktionsfelder werden betroffen, wenn sich dort dann also Einheiten vom Gegner befinden würden, würden diese sofort zerstört werden. Wir können jetzt leider dieses dritte Feld nicht nutzen, da sich unser Held am Rand befindet. Dann können wir gegebenenfalls auch noch eine Einheit ausspielen. Diese würde jetzt entsprechend dem Gegner Schaden zufügen und diese Karte würde auch noch die Fähigkeit auslösen, sobald ich einen anderen Elf spiele, zwei Felder neben meinem Helden, zwei Felder rechts von meinem Helden, dass diese Karte sofort weitergedreht wird. Ich würde dann entsprechend auch diesen Schaden ausführen und die Karte würde eben auch entsprechend schneller rotieren. Sobald eine Karte über das letzte Feld rotiert, wird diese entfernt und das Feld wird wieder frei, um andere Einheiten zu spielen. Dadurch beschleunige ich das Ganze und kann dann entsprechend schnelle Einheiten auf das Feld spielen. Schauen wir uns jetzt einfach noch einmal den Helden hier an. So sehen wir hier oben links ein blaues Symbol. Das sagt uns, wenn wir mit dem Helden in dieser Runde einen Zauber gesprochen haben, questet er. Er wird also auch ein weiter gedreht.
Die nächste Quest-Herausforderung wäre, dass ich jemanden heilen muss. Sobald ich jemanden heile, queste ich weiter. Ich muss wieder einen Zauber aussprechen. Hier muss ich Schaden zufügen. Habe ich all das gemacht, so wird die Segnung dieses Champions freigeschaltet, wird umgedreht und die Effekte treten sofort in Kraft. In diesem Fall würden 6 Schaden gegen den Gegner gemacht werden. Ich würde mich selbst um 2 Punkte heilen. Das kann eben halt dann auch nochmal ein entscheidender Schlag gegen meinen Gegner sein. Das Spiel geht so lange weiter, bis ein Spieler auf 0 Lebenspunkte sinkt. Damit ist er aus dem Spiel und hat das Spiel verloren. So, das war unsere Regelübersicht zu Warhammer Champions. Kommen wir zur eingangs gestellten Frage. Hat das Spiel seine Daseinsberechtigung? Ja, das hat es definitiv. Das Spiel bringt wirklich schöne Innovationen, frischen Wind auf den Tisch. Gerade durch die Rotation der Karten, wodurch meine Spieleffekte mehrere Runden im Voraus schon voraussehbar sind, sodass ich als Gegenspieler noch drauf reagieren kann. Ich kann die Karte gegebenenfalls stören, negieren, kann zum Beispiel einen Zauber vom Feld nehmen und so weiter und so fort. Das Questen der Helden ist toll gemacht, insbesondere für den Deckbuilding-Aspekt ist das sehr herausfordernd, weil ich mein Deck natürlich dahingehend aufbauen muss, dass das Questen meiner Helden auch ermöglicht wird, um letztendlich auch die Segnung zu erhalten, die ich mitgenommen habe, um so vielleicht noch einen letzten entscheidenden Boost für mein Spiel zu bekommen. Also hier wirklich ein sehr, sehr gelungenes, rundes Trading Card Game, Warhammer Champions. Allerdings gibt es einen großen Kritikpunkt und das ist die deutsche Übersetzung. Die deutsche Übersetzung hat leider gravierende Fehler, auch Flüchtigkeitsfehler, die stellenweise sehr entscheidend sind. Also das fällt gegebenenfalls auch nur im direkten Vergleich der beiden Sprachversionen englisches Original und deutsche Übersetzung auf. Manchmal sind beispielsweise Karten, die für einen Krieger bestimmt sind, als Magierkarte übersetzt und so weiter und so fort. Dadurch wird für uns im Prinzip die deutsche Version schon fast unspielbar, sodass wir empfehlen würden, auf jeden Fall das englische Original zu spielen. Was noch einen weiteren Voraus hat, da diese bereits mehrere Waves auch im Voraus sind. Das heißt, hier bekommt man auch schon weitere Karten, weitere Sets, die noch gar nicht ins Deutsche übersetzt wurden. Und hier steht dann einfach auch noch im Raum, ob das überhaupt auch noch passieren wird. An sich das Spiel hätte definitiv seine 8 von 10 Punkten verdient. Durch diese schwache Übersetzung der deutschen Version bekommt es 7 von 10 Punkten. Dann hoffe ich, dass dir diese Spielerrezension gefallen hat. Falls ja, würde ich mich über ein Like freuen. Du kannst gerne auch unseren YouTube-Kanal abonnieren für weitere Spielerrezensionen. Sollten irgendwelche Begriffe gefallen sein, die dir jetzt hier nicht gesagt haben, macht nichts. Kontaktiere uns gerne, schreib uns einfach an, ruf uns an oder geh auf unsere Website. Da findest du nochmal ein Glossar, das alles noch im Detail erläutert. Dann danke ich dir fürs Zuschauen, sage bis zum nächsten Mal. Stay geeky.